Ein Spieler vermutet, dass die Wahrscheinlichkeit für die Punktzahl 3 bei dem vorliegenden Glücksrad nicht ein Drittel ist. Daher soll ein einseitiger Hypothesentest mit einer Stichprobe von 100 Drehungen auf einem Signifikanzniveau von 5% durchgeführt werden. Dabei soll möglichst vermieden werden, dass irrtümlich von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für die Punktzahl 3 ausgegangen wird. Der Spieler entscheidet sich für die folgende Nullhypothese. Die Wahrscheinlichkeit für die Punktzahl 3 beträgt höchstens ein Drittel. Beurteilen Sie, ob dieser Test der genannten Zielsetzung entspricht. So, es soll also irrtümlich vermieden werden, dass die Zahl 3 eine zu hohe Wahrscheinlichkeit hat. Wo haben wir die niedrigen Wahrscheinlichkeiten? Beim Ablehnungsbereich. Also das heißt, der Ablehnungsbereich wäre dann irgendwie, der Ablehnungsbereich wäre dann P von 3 größer ein Drittel. Das heißt, das soll ja möglichst klein sein. Also das ist ja das, was die gerade gesagt haben, das soll möglichst klein sein und damit ist die Nullhypothese die richtige Nullhypothese, weil das eben der Ablehnungsbereich ist. Daher soll ein einseitiger Hypothesentest mit einer Stichprobe von 100 Drehungen auf einem Signifikanzniveau von 5% durchgeführt werden. Dabei soll möglichst vermieden werden, dass irrtümlich von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für die Punktzahl 3 ausgegangen wird. So, also es soll vermieden werden, dass irrtümlich von einer zu hohen Wahrscheinlichkeit für die Zahl 3 ausgegangen wird. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit, die soll klein sein. Das soll vermieden werden, dass diese Wahrscheinlichkeit zu hoch ist. Damit muss diese Wahrscheinlichkeit klein sein. Und klein heißt das hier, das muss der Ablehnungsbereich sein. Also das ist dann nicht H0, sondern das ist H1, weil H1 klein sein muss. Und das hier, das ist H0 und das ist dann automatisch H0, wenn das hier klein sein soll. Mhm. Gut, so, das heißt, das wäre der erste. Jetzt bitte weiter. Formulieren Sie den Fehler zweiter Art im Sachzusammenhang. Fehler zweiter Art im Sachzusammenhang. Was ist das? Fehler zweiter Art, ja? Dass H0 nicht abgelehnt wird, aber falsch ist. Also H0 ist falsch. Also es gilt, die Wahrscheinlichkeit ist größer ein Drittel. Die Wahrscheinlichkeit ist größer ein Drittel. Und wie ging das nochmal weiter? H0 ist falsch, aber... H0 ist falsch. Aber wird nicht abgelehnt? Genau, aber wir lehnen H0 nicht ab. Also das heißt, wir nehmen H0 an. So, lesen wir nochmal die Aufgabe vor. Formulieren Sie den Fehler zweiter Art im Sachzusammenhang. Gut, das haben wir jetzt hingeschrieben. Also was ist da los? Also die Wahrscheinlichkeit ist tatsächlich größer ein Drittel. Wir glauben aber trotzdem H0. Das ist das im Sachzusammenhang. Das heißt, wir glauben aber trotzdem, dass es kleiner ist als ein Drittel. Beim durchgeführten Test ergibt sich der Ablehnungsbereich A gleich 42 bis 100. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit für den Fehler zweiter Art unter der Annahme, dass die Wahrscheinlichkeit für die Punktzahl 3 tatsächlich 40% wird. So, wie geht das? Ja, ich habe ja schon gesagt, ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass man da einen Knoten im Hirn gekriegt hat. Deswegen habe ich auch damals die andere gemacht. Ja. Ja, wenn man eine Wertetabelle macht. Also brauchen Sie nicht. Falsch ist das mit der Wertetabelle nicht, aber Sie brauchen... Nein, brauchen Sie auch. Sie, das mit der Schätzformel, da würden Sie den Ablehnungsbereich kriegen. Den haben Sie aber schon. So, also Sie müssen quasi, H0 ist falsch, wir lehnen H0 nicht ab. Also das heißt, das ist die Wahrscheinlichkeit vom Annahmebereich oder vom Nicht-Ablehnungsbereich unter der Hypothese H1, also mit Wahrscheinlichkeit 0,4. Das ist also die Wahrscheinlichkeit, also wir müssen vielleicht jetzt noch irgendwie sagen, haben wir das gesagt, dass das x, was, wie x definiert ist? Nee. Aber vielleicht nein, aber das müssen wir auf jeden Fall sagen. Ah ja, wir haben ja die A verfüllt, vielleicht haben wir Nee, haben wir nicht gemacht. Also, dann sagen wir erstmal, was x ist.
Ach so, ein Spieler vermutet, dass die Wahrscheinlichkeit für die Punktzahl 3 bei dem vorliegenden Glücksrad nicht ein Drittel ist. Gut, und dann müssen wir hier noch hinschreiben, B ist ein Drittel verteilt. Das ist, X ist B ein Drittel verteilt und X zählt die Dreien. Also das hätte man am Anfang wohl dazu schreiben müssen. Okay. Also, das heißt, jetzt kommt die Wahrscheinlichkeit vom Ablehnungsbereich aber nicht. Also, wie gesagt, ich muss das leider so blöd formulieren. Also, das ist die Wahrscheinlichkeit wovon? Ja? Von 0 bis 41. Jo, also ich würde jetzt sagen von x kleiner gleich 41. Aber das ist quasi das Gegenteil von dem, was da oben steht. So, und jetzt müssen Sie das tippen. Also mit Ihrem Taschenrechner. Ich mache das auch. Hat das schon jemand? 0,62. Wir probieren es gleich aus. 0,62. Ich schaue mal schon bei mir nochmal. Oh, 0, ja, steht tatsächlich. Also 0,6225 irgendwas. Also das ist dann etwa der Fehler zweiter Art. So, und bei dem Fehler zweiter Art nehmen wir an, das heißt, wir glauben, dass die Wahrscheinlichkeit ein Drittel stimmt, obwohl die Wahrscheinlichkeit 0,4 ist.